Moin Leute, Trimax hier. Wir spielen weiter Squadbuster. Neues Game von Supercell. Größter Release der letzten 5 Tage als Soft-Launch. Alle verschiedene Charaktere aus allen Supercell-Games. Jeder hat besondere Fähigkeiten. Man kann alles leveln. Es ist nicht richtig Pay-to-Win. Ich zocke jetzt seit 7 Stunden und konnte bisher $35 ausgeben. Das ist nicht so viel. Es ist wirklich Play-to-Win. Und wir werden jetzt was machen. Ich habe den letzten oder den neuesten Juwelenpass freigeschaltet, den Superpass. Hier können wir gleich eine Entwicklung Level 3 freischalten. Das heißt, wir haben sofort eine Truppe komplett maxed. Big Spin hat die Bogenschützenkönigin genommen, was extrem stark ist. Ich möchte die Hexe nehmen. Die bekommt nämlich auf dem letzten Level, kriegt man einen Skelettfasszauber dazu. Das kann überarsch sein, das kann richtig krass sein und richtig schlecht, ihr wisst es nicht. Das Ding werde ich auf jeden Fall nehmen. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne Kanal abonnieren, auch wenn neue dazukommen, neue Charaktere. Wir gehen überall böse Pay-to-Win rein. Es kommen auch täglich Angebote, die ich dann kaufen werde, aber die heute sind schon aufgebraucht. Ja, und es gibt schon einen Creator-Code im Shop ganz rechts, direkt von Anfang an, was cool ist. Könnt ihr gerne eintragen. Vergesst es nicht, würde mich riesig darüber freuen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der es einträgt. Und jetzt gehen wir rein mit Big Spin und spielen uns auf eine 10er Winning Streak erstmal hoch. Ich kann eine Truppe upgraden, ja, aber ich weiß nicht welche. Ich weiß auch nicht, ich kann mich nur noch zwischen Code und Hexe entscheiden. Ey, Tigre, Hexe, Fusion und eine Archer Queen. Ja, das könnte bei den Gegnern scheppern. Warum bekomme ich die ganze Zeit irgendwelchen Common-Scheiß hier? Reicht mir jetzt. War Kashmir mit Softdeutsch auch schon auf Deutsch? Nein, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, dass die Antwort nein lautet. Ich chase hier einen Spieler, um ihn zu verprügeln. Hab ihn ausgeschaltet! Digga, ist das geil, jemanden so wegzutöten einfach. Einfach umgeslayt, erbarmungslos. Hier ist der nächste, der ist in der Sackgasse, der ist in der Sackgasse. Ja. Komm schon, bitte. Ja! Das bockt übertrieben! Hier noch eine Kiste gratis wieder. Zu Recht. Ich bin in der Mitte rechts ungefähr. Zusammen dazu. Jetzt ist doch mal was hier passiert. Ich hab schon wieder eingebastelt. Verarscht du mich, Big Spin? Ich hab immer halt ein gratis Power-Up. Die sind halt einfach. Ich fühle mich so falsch. Oh mein Gott. Der Platz ist völlig ausreichend, ganz ehrlich. Ich hab deinen verfickten Job gemacht, Big Spin. Das ist doch geil. Ja, du bist einfach so ein riesiger Giant Death Bull im Game, Alter. Also gerade in diesem Game war crazy. Das war mein krassestes Game. Digga, du zerlegst ja jeden. Guck mal, wie viele Kills ich hab. Guck mal. Trimax. Ich hab 4 Kills. Also 4 Leute von 5 ist echt oder von 6 verrückt. Weil die laufen ja alle weg, weißt du? Die wollen auf gar keinen Fall sterben und laufen weg. 4 Leute gebastelt, das hatte ich noch nie. Geil. Das muss jetzt aber eine Belohnung geben. Gewöhnlich groß, naja. Der letzte wäre auch dead gewesen. Das Game 2 Sekunden länger, hätte ich noch einen Kill gehabt. Ne, jetzt ist Buchaufgabe. Zack, 50 Punkte. Zack, jetzt kommt Nita. Nita freigeschaltet. Schwupps, neuer Charakter. Wir gehen zum Squad. Oh, Dynamite kann man das mal nehmen. Ja, Dynamite 4 von 10, krass. Will ich alles, was ich habe, auf Nita setzen? Nita, du sagst die ganze Zeit Mieter, hast du eine Wohnung? Ich sag Nita mit N, aber ist es das so krass? Beschwert den Bären nach einer Weile erneut, nachdem er besiegt wurde, ist scheiße. Und er ist im Wut, aber erst, wenn ich jemanden gebastet habe. Das ist nicht so mächtig, Big Spin. Wir müssen jetzt die Entscheidung treffen. Mach Hexe. Bro, du willst Hexe nur, oder damit ich sie spiele? Damit du sehen kannst, ob die Hexe gut ist oder nicht. Dann wähl doch wen anders. Ich will, dass du eine scheiß Entscheidung triffst. Ich brauch dein ganzes Gehirn dafür, ja, das ist deins. Mein ganzes Gehirn sagt dir, wenn du schlau bist, dann machst du Cold in, rein von der Stärke her, weil du Cold die ganze Zeit spielst. Wenn du cheesen willst, dann mach Kobold, aber das wird Arsch sein. Ich sage Hexe. Oder Queen, aber du willst ja nicht das gleiche wie ich. Queen und Hexe kommen dumm selten. Die kommen fast nie. Die kommen immer im Late Game. Da mach Cold. Ich mach Cold, Digga. Der macht so Damage, dass auch der letzte Effekt Kugelhand verursacht viel mehr Schaden. Ja, mach Cold jetzt. Es ist Cold. Juwelenpass einsammeln, Entwicklung wählen. Cold Level 3. Zack. Super Cold. Der sieht auch krass aus. Ja, der sieht echt geil aus. Oh, Drachenhuhn zum ersten Mal freigeschaltet. Den kann ich jetzt auch zum ersten Mal spielen. Geil. Und noch eine epische Truhe. Komm, gib mir einfach Hexe. Queen nehmen wir mit.
Dann gib mir jetzt einen Cold her. Da ist er. Super Cold. Ah, die Gegner sehen das ja auch, dass ich super Cold bin. Weil ich so eine überkrasse Friese habe. Ich muss nur langsam mal sehen, dass ich hier mal an so ein paar krassere Bots komme, damit ich hier mal was machen kann. Ich habe einen Super Cold Fusion. Drachenhuhn! Drachenhuhn und Super Cold Fusion. Inzwischen zwei Leuten hier. Am Laufen, Alter. Und wie tanky ist diese Kanone? Digga, wie schnell ist er? Okay, ich muss mir jetzt irgendwas hier absnacken. Oh mein Gott, ich hab gar nichts, oder? Fünfter? Ich hab einen Kaiju gelegt. Oh ja, kann ich nicht. Wechsel weg! Du musst auch kaum was, ne? Ja, ja. Egal, wo die Stufe geht hoch. Dritter, nehmen wir mit. Nice. Oh, das ist die 10er Winning Streak! Selten. Super groß selten. Wow, das ist übertrieben nice. 8 Nitas. Herrlich. Buch einsammeln. Cold easy. Ach, Leute, Cold, wir wissen schon, dass Cold der Beste ist. Also die Frage ist nur, ob es ihnen, ob das Beste ihn abzubringen ist. Die Leute kommen in den Chat. Wir spielen das Spiel in Engine seit 9 Stunden. Und es kann, wirklich, es kann keine... Es stimmt, es kann keiner mehr wissen als wir. Wir haben mit Symantec gezockt und allen. Und die Leute schreiben trotzdem Maxi-Game rein. Vor allem immer, wenn wir gewinnen, haben wir immer 2 Fusion-Codes dabei. Code ist der Beste. Kannst du alles nochmal kurz erklären? Ja, das ist ein Spiel von Supercell. Das kombiniert Brawl Stars, Boom Beach, Clash Royale, Clash of Clans und Heyday. Alles in einem Spiel. Es gibt Nahkämpfer wie Barbaren, Fernkämpfer wie Cold oder Bogenschützenkönigin. Dann gibt's noch Greg aus Heyday, der kann Bäume fällen. Schweinereiter gibt's, der ist schnell. Viele geile Sachen. Ich muss mich jetzt aber, jetzt ist gerade Spezialregel, ich muss mich umbringen, weil man kann in diesem Spiel nicht Pain. Jetzt verliere ich, kriege eine Scheißbelohnung. Hast du aber eine Winning Streak, kannst du jetzt mit ein bisschen Gold die Winning Streak erhalten. Ihr seht jetzt, ich kriege unten, kann ich zweimal tippen zur Verbesserung. Zahle 2500 und kann jetzt nicht zweimal tippen zur Verbesserung, sondern fünfmal tippen. Das ist das Einzige, wie man irgendwie vorankommen kann. Und der Juwelenpass geht sogar auch voran. Ich muss jetzt eigentlich, damit ich der beste Spieler der Welt bin, 2, 3, 4 Stunden verlieren. Du bekommst auch viel weniger und schlechtere Karten. Ja, aber viel schneller. Und es kann ja auch jederzeit sein, dass ich was Gutes kriege. Man kann nicht anders payen. Nein, alle sagen, man kann gar nicht payen. Das ist die einzige Möglichkeit. 10. 100 Gems. Truhe öffnen. Es kann sich jederzeit eine Kiste in groß verwandeln. Das ist noch besser. Sie kann von gewöhnlich selten und episch werden. Ja, das ist gut. Sie kann aber auch groß werden. Das ist noch krasser. Kobold-Beuterausch. Nee, das ist mein Lieblingsmodus, den spiele ich. Kobold-Beuterausch spiele ich. Hier laufen überall Kobolde rum. Wenn man die tötet, kriegt man geisteskrank fette Belohnung. Die sind aber schwer zu töten, weil die so schnell sind. Aber Bo... Oh, Digga, ich hatte doch schon. Aber Bo macht extra Damage. Noch ein Bo. Bo macht extra Damage auf Bots. Das heißt, der kann die einfach instant töten. Guck mal. Das liebe ich. Koboldrunde und Early einen Bow kriegen. Traum. Habe ich den getötet? Oma Ursula bastelt. Das sieht gut aus. Erster Platz gerade. Ja, noch ein Drachenhuhn. Das geht. 2 Mega-Units in einem Game. Seven.
Ich will den töten. Gebastelt. Alter, ist die Runde crazy. Alter, ich hab ihn noch getötet. Kranke Runde. 308. Ah, fuck, jetzt steigt die Winning Streak. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, wie dumm, jetzt wird's teurer. Egal, ordentlich Gems. 528. Was für eine Scheiße! Ich spiele die Runde meines Lebens und krieg eine schlechtere Belohnung, als wenn ich die ganze Zeit verliere. Ich habe jetzt 1,5 Stunden die ganze Zeit verloren. 1,5 Stunden. Man kann in dem Game nicht payen, aber ihr seht schon, ich habe 2 selber abgegradet. Ich kann Barbar hochziehen, den habe ich doch schon maxed. Wie random. Kobold hoch. 4 von 10. Cold auch schon maxed, bringt nichts. Schweinereiter. 4 von 10. Dynamike. 5 von 10. Huhn. 6 von 10. Bow. 3 von 10. Shelly. 3 von 10. Es geht voran. Juwelenpass geht auch voran. 3x neu würfeln. Thronschlüssel. Epischer Schlüssel. El Tigre. 8000 Gold. Gewöhnliche Kiste. Okay. Hier nochmal und noch mehr Schlüssel. So, das haben wir alles. Wir gehen mal rein ins Game, ja? Königlicher Spuk auf der Map, die Sandgrube. Hier laufen Royal Ghosts rum. Und die kannst du verteilen. Oh, ich habe direkt den Super Code. Das ist meine beste Truppe. Geil. So, ich töte jetzt den Royal Ghost hier. Jetzt ist der bei mir im Team. Kiste weghauen. Der erste Spieler ist schon raus. So, zack. 3 Gold. Ab in die erste Kiste. Dann nehmen wir noch einen Bow. Weil ich muss Damage machen. Bow macht extra Damage an Bots. Da ist ein Gegner. Tot, gebastelt. Direkt weg mit ihm. Noch einen Cold einsammeln. Wenn ich 3 Cold habe, wird er fusioniert und wird so ein ultra starker Cold. Ich laufe meinen Royal Ghost einfach hinterher. Ich habe jetzt schon 4 Stück. Der Modus kommt sehr selten. Ich finde den ganz cool. Da ist ein Gegner. Oh, der haut eine starke Bombe raus. Der ist lost. Der checkt nicht, dass er mich angreifen kann. Der könnte mich jederzeit easy besiegen. Der hat einen Sunny und einen Huhn. Mache ich mehr Damage als er? Er hat die bessere Armee als ich. Meine Codes haben so viel DPS. Jetzt will ich seinen Sun hier hinten stellen. Jetzt verliert er den. Der hat einen Huhn und einen Hawk Rider. Der ist ultra schnell. Die kriege ich nicht eingeholt. Der hat 2 Speed Buffs. Und noch einen Sun dazu. Ist keine gute Runde. Ich bin zwar gerade Erster. Aber das liegt nicht daran, dass es gut läuft. Die Gegner sind nur schlechter gerade. Es geht darum, Top 5 zu werden. Dann kriegt man immer die guten Belohnungen. Je höher man kommt, desto besser. Ich habe hier noch eine Kanone. Als Zauber kann ich auch noch mal hinwerfen. Gegner ist lost, der läuft weg. Der hat Nahkämpfer, der hätte mich voll besiegen können. Hat er geworfen. So, hier nehmen wir eine Bogenschützenkönigin mit. Die finde ich auch sehr, sehr stark. Hier ist die Gemmine. Macht der stark, der Gegner. Ich habe alle Truppen eingenommen. Nächster Gegner gebastelt. Es leben nur noch 2. Haben nur noch 2 gelebt? What? Ich habe 3 Spieler getötet. Was für eine random Runde. Digga, wieso nimmt er das nicht? Ist er dumm? Digga, was?
Ich hab die Truhe nicht genommen. Egal, schnelles Game ist auch gut. Instant Belohnung. Guck mal, so kann man Lose to Pay machen. Jetzt kann ich Pain. Selten, episch. Fertig, super. Oh mein Gott, das ist so eine Verwandlung. Digga, was? Das ist so, das ist das Krasseste, was ich hier gezogen habe. Das ist eine epische Inst. Das ist wie 10 Hexen. Das war mein bester Lose aller Zeiten. Das waren 10 Hexen einfach. Jetzt habe ich 4 von 10 Hexen, um die zu maxen. Ist das krass. Vielleicht nochmal Kobold? Oh, und da bleiben wir jetzt. Das ist das Beste. Archer Queen ist das Beste. Bogenschützenkönigin. Die ist gestört. Gut. Ich habe die auch auf Level 2. Oder habe ich die schon? Ja, ne? Ich gehe jetzt an keine Kiste mehr. Ich bleib jetzt hier bei der Dings stehen. Das ist das Gleiche. Die gleiche Truppe wie ich. Ich kotze. Das gibt's nicht. Okay, ich habe zu wenig. Ich brauche mehr. Shelly verwandeln. So, jetzt nochmal Bogenschützenkönigin. Das wäre das Geilste. Oh mein Gott. Gemmine ist open. Der Damage. Ich muss einfach was mit dem Kaiju mache. Ich stehe hier einfach. Guck dir das mal an. Zweiter Platz. Das gibt's nicht. Wer war da mehr als ich? Dritter sogar noch. Krass, 226. Was hat der denn gemacht? Egal, Top 3 gibt die beste Belohnung. Juwelenpass geht auch weiter. El Tigre kommt dazu. Und das Drachenhuhn. Level 10 schon. Level 30 gibt's. Ist das bescheuert. Gibt es irgendeinen Streamer, der gerade... Ich bin Level 32. Ist schon jemand das? Psycho Level 40, crazy. Bixen ist auch 32. Je besser ich spiele, desto beschiss, das sind die Belohnungen. Ich verliere gleich wieder und krieg direkt eine Hexe Level 2. Oh mein Gott! Ich hab Greg den Holzfäller maxed! Oh mein Gott! Bäume lassen mehr Loot fallen. Digga, da gehen wir direkt in die neue Folge rein. Ich hab Greg maxed, wie geil. Okay, die werden wir auf jeden Fall abchecken. Ey Leute, schreibt mal eure Meinung zum Game gerne in die Kommentare. Ich muss noch bescheuert viel zocken, um Max zu gehen. Aber ich habe schon 3 Maxed. Ey, aber Bea und die Kampfheilerin habe ich noch nicht mal gefunden. Und die anderen schalte ich erst später alle frei. Da muss man sich ja kaputt zocken an dem Game. Aber ich find's ganz cool. Meinung in die Kommentare, denkt an den Creator-Code. Tschüss.